Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Nun dann, ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Geldmeister, die Listen bitte. Plaudergern nimmt die Liste von. Mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knuddeluff entgegen. Yeah. Die ausgewählten Mitglieder sind hier auf der, aufgelistet. Tretet vor, wenn eure Name aufgerufen wird. Huh, endlich ist es soweit, oh ja. Oh, mein Herz, oh ja, ich schlägt wie ein verrückt Mädchens Kind, oh ja. Ich werde ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Unser erstes Mitglied ist Krakelo. Ja, ja, geschafft. Aber wenn ich darüber nachdenke, war klar, dass ich ausgewählt werden würde. Juhu! Das sagst du. Oh, Angeber, jawohl, ja. Soll also das heißen, dass er nicht mehr nervös war? Kurze Unterbrechung, sorry. Als nächstes kommt Krebskorb. Hey, 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 geschafft. Ja, hey, ich wurde ausgewählt, hey, hey. Ah, puh, bin ich erleichtert. Ah, ja. Ja, cool. Der nächste. Oh, was ist das? Ja, was für eine Überraschung. Unser nächstes Mitglied ist Beditza. Ja, wirklich? Oh ja, hi. Oh, wirklich und wahrhaftig? Oh ja. Oh, Minchens Kind. Oh, ich gehe mit auf die Expedition. Oh. Ist denn irgendwas, Beditza? Komm schon, tritt vor. Oh, ich will ja vortreten, aber wirklich, ich bin gerade ganz überwältigt. Oh ja. Oh, meine Beine wollen sich nicht bewegen. Oh, oh, oh. Meinetwegen ignorieren wir die, ignorieren wir erst und fahren fort. Als nächstes haben wir Sonnenflora und Palimpalim. Oh, wir auch. Komm mal her. und damit ist das Expeditionsteam komplett. Tja, wie es aussieht, sind diese Nieten ausgeschieden. Geschieht ihnen recht. Oh, sie haben es nicht so, sie haben es nicht verdient. Damit hätten wir Expeditionsmitglieder. Was ist das? Da ist noch etwas auf den Rand gekritzelt. Der Gildenmeister hat wirklich eine krakelige Handschrift. Das ist kaum zu entziffern. Ah, würde ich laut sagen, was ich jetzt denke, hätte unschöne Folgen. Am besten halte ich einfach den Schnabel. Aber wie es aussieht, gibt es noch mehr mit Expeditionsmitglieder. Und zwar Dicta, Dictri und die Bunkel. Oh, und Dragon und Toki. Das ist alles. Moment mal, was? Was? Gildenmeister, ich glaube, auf dieser Liste steht. Da steht jedes einzelne Gildenmitglied. Yep, das stimmt. Nun, wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos. Außerdem müssten wir die Gilde leer zurücklassen, wenn wirklich alle gehen. Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt, um auf die Gilde aufzupassen? Es wird schon okay sein. Wir werden gut abschließen. Gildenmeister, ich habe auch ein paar Bedenken. Glaubst du nicht, dass vielleicht zu viele Mitglieder auf die Expedition gehen? Wenn ein Freund so etwas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso. Ich meine, wieso müssen wir überhaupt alle gehen? Was hat es für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Natürlich ergibt das Sinn. Ja, ich meine, wenn alle gehen, macht es doch mehr Spaß. Was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden. Als mir die Idee kam, konnte ich vor Aufregung nicht einschlafen. Was? So sieht es aus, Freunde. Wir gehen alle auf die Expedition und es wird ein riesen, riesen, riesengroßer Spaß. Wir geben ja alle unser Bestes. Hurra! Tja, es ist beschlossen. Na gut, lass mich den Ablauf erklären. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Die ausgewählten Mitglieder, also alle. Jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergesst nicht, dass dies eine Gildenexpedition ist. Die Mitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Ihr könnt keine Mitglieder über den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Oh Mann. Sie dürfen an der Expedition nicht teilnehmen. Denkt daran, wenn ihr eure Vorbereitungen trefft. Sobald ihr bereit seid für die anstehende Reise, kommt ihr zurück. Informiert mich dann, sobald ihr fertig seid. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Okay. Oh, ich könnte vor Glück schreien. Oh, alle dürfen mit zur Expedition. Der Geldmeister hat mich mal wieder überrascht. Ich zittere noch vor Schock. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich war total baff. Ich bin froh, dass wir nie aufgegeben haben. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Hey, 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 hey.
Schnief, oh, Menschenskind, oh, ich bin so froh, dass ich mit auf der Expedition darf, oh, ja, und nicht nur ich, auch alle dürfen ja mit, es ist wie ein Traum, ich bin ganz bewegt und aufgewühlt, Das ist kein Traum, es passiert wirklich, wie auch immer, ich werde alle mitgehen, bedeutet auch, dass es eine Prüfung für uns alle sein wird, darum schlage ich vor, dass wir Lehrlinge alle zusammenarbeiten, lasst uns die Expedition zu einem Volk machen, Yippie, ja, das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist sie. Lass uns unser Bestes geben. Lass uns zusammenhalten, wir schaffen es. Hurra! Das Erkundungsteam, was? Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Doki hat einen größeren Schatzbeutel. Nice. Ja, Mann. Oh, das ist schön. Nice. Okay, dann würde ich sagen, rüsten... wir gucken vorher nochmal nach Jobs. Vielleicht ist da ja was Interessantes. Wir wollten Apfelwald nehmen, ne? Oder wollten wir Apfelwald noch nehmen? Strandhöhle. Wir hätten noch Strandhöhle. Okay, dann würde ich sagen, haben wir hier nichts. Okay. Belohnungen gab es jetzt auch nicht so tolle. Hitzekoller. Oh, Hitzekoller ist eine super Attacke. Ich glaube, wir nehmen den Stachelberg mit, ja. Wir nehmen den Stachelberg mit und dann würde ich sagen... Nehmen wir hier auch noch den Stachelberg. Ist nur aus. Ist eine Eskorte. Okay. Okay. Ich muss mein Mikrofon mal eben irgendwie richten. Ein Moment. Ich schaff das. Irgendwie. So, vielleicht. Keine Ahnung. Geld holen. Willkommen bei der Swedish Bank. Ja. Oh, wir haben nichts. Okay. Stimmt, wir hatten ja noch alles dabei. Lagern. Ich würde bitte einmal... Hä? Achso, erst R und dann L, okay. Alles lagern, genau. Denn wir müssen uns jetzt vorbereiten. Ich will einmal kurz in den Shop gehen. Wir haben ja zwei Goldbänder noch. Oh mein Gott, das ist so schön. Wir haben so viel... Geld, was wir bekommen dadurch, das ist super. Wir brauchen auf jeden Fall 800. Wollen wir das, die drei Sachen auch noch mitnehmen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Die Sinebeere auf jeden Fall, genau. Sinebeere ist wichtig, genauso wie der Belebersamen. Ich würde jetzt sagen, dass wir die Gummis gar nicht mitnehmen. Sind nicht so wichtig. Vor allem, weil es keine Gummis sind, die uns wirklich weiterhelfen. Wäre es jetzt ein Orangegummi oder ein Flora-Gummi, würde ich es kaufen, denke ich mal. Aber so nicht. Gut, davon haben wir auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach so mal unsere kompletten Sachen verkaufen. Beziehungsweise alles, was wir nicht brauchen. Wir wollen erstmal, warte mal. Alles, was wir öfter haben als einmal. Spezialband wollte ich Dings geben, ne? Genau, das heißt, eins geben wir und eins behalten wir. Ein Spiralband können wir verkaufen. Haben wir kein Kraftband mehr? Ah. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Wir mussten noch... Ah, okay. Die beiden Goldbänder können wir verkaufen, auf jeden Fall. Kraftband brauchen wir noch. Defense Schal. Spezialband, genau. Spiralband können wir auch noch eins verkaufen. Ich behalte die, weil wir ja vielleicht diese Items noch jemandem bringen müssen. Äpfel behalten wir auch. Pilsifbeere behalten wir auch. Siemelbeere können wir verkaufen. Für eine Mission zum Beispiel, dass wir da, weiß ich nicht, irgendwem dieses Item bringen müssen. Deswegen verkaufe ich immer nur eins davon. Schwungsamen Level, senkt Level um 1. Moment, ich nehme das kurz alles mal mit. Will ich mir den Schwungsamen nochmal genauer angucken, weil da steht... Senkt Level um 1, Fragezeichen. Das heißt, lässt er den Level steigen vielleicht? Nahrungsmittel, das mehr Poké auf der nächsten Ebene erscheinen lässt. Füllt den Magen des Pokémon ein wenig. Plagiat eins muss schwundsamen. Aber dieser Fehler... Ja, diesen Fehler wirst du begehen, ohne dich im Nachhinein ärgern zu müssen. Schwundsamen. Zusammen. Ich weiß nicht, ob wir den verkaufen. Wir behalten mal das. Taubsamen können wir noch 4 verkaufen, ne? Richtig. Wabsamen noch 2. Obwohl die Wabsamen ziemlich gut sind.
Die behalte ich mal. Ja, Blitz können wir eigentlich auch verkaufen, genauso wie Tarnsteine. Ein Appellorb verkaufen wir. Radarorb ein. Ein Warpner. Warporb behalten wir auch mal. Und das war's, okay. Das ist gut. Wie gesagt, ein paar Items halt behalten, falls wir, ja, das irgendwem geben müssen, irgendwem bringen müssen. 6000, das ist super. 6000 Poker, das ist schön, das ist sehr schön. Nein, wir wollten jetzt nehmen, Items nehmen, genau. Defens Schal nehmen wir jetzt nicht mit, wir können allerdings nicht mitnehmen auf die Expedition. Ach nee, ich wollte ein Spiralband geben, verdammt, egal. Nehmen wir zwei große Äpfel mit, nehmen wir mal den Stock mit und Georockbock. Beides schwarze Gummi nehmen wir mit. Nehmen wir mal zwei Pirsifbeeren, vier Sinelbeeren, fünf Belebersamen. Ja, ich könnte ein bisschen übertreiben, aber egal. Und ich will gucken, ob irgendwer... Flieh, nehmen wir auch vorsichtshalber noch mit. Ich will gucken, ob irgendwie, keine Ahnung, Dragon zum Beispiel Dunkelklaue kann. Das wäre super. Das wäre richtig, richtig geil. Din, 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 din. Ich kenne, fügt einem Schaden. Ja, hohe Volltrefferquote. Ja, man, Drankan ist sogar geil. Oh mein Gott. Was lassen wir verkaufen? Was machen wir weg? Was machen wir weg, Leute? Info. Eventueller Paralysestatus ist okay. Schutzschild, durchbricht das Schutzschild. Brauchen wir nicht. Offenlegung, ich mach Offenlegung weg. Ja. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Geben Doki und Spiralband geben Dragon. Gut, ich würde sagen, dann sind wir vorbereitet. Wir gehen noch schnell unsere Items lagern. Wollen wir noch Attacken verlinken lassen? Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das nicht so... Nee. Machen wir nicht. So. Okay. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Okay. Ja, bereit? Die Expedition wird eine lange Reise sein. Sie sollten ausreichend Items dabei haben. Seid ihr bereit? Ja, sind wir. Übrigens, ihr dürft keine Teammitglieder mitnehmen. Ja. Gut, ihr scheint vorbereitet zu sein. Wenn die anderen Lehrlinge eintreffen, werde ich die Besprechung beginnen. Warte bis dahin einfach. Okay. Kann ich in der Zeit mal kurz mein Mikro einmal richten? Nochmal, ein bisschen. Ein wenig richten. So. Ich hoffe, das geht so. Ich habe nämlich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich voll ins Mikrofon reinpuste, auch wenn ich diesen Windschutz davor habe. Ich weiß nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wie ich sehe, sind alle startbereit. Nun gut, lass mich erklären, worum es bei der Expedition geht. Erstens das Ziel, die Erkundung des Nebelsees. Der Nebelsee? Richtig, dieser See soll sehr weit im Osten liegen. Er ist jedoch ständig von einem dichten Nebel umhüllt. Daher wurde seine Existenz damals nachgewiesen. Er ist lediglich eine nebelhafte Vorstellung eines Ortes, die sich bis heute einzig und allein auf Gerüchte stützt. Es gibt da so ein Gerücht. Man sagt, dort soll ein Schatz von Orten beraubter Schönheit stecken. Versteckt sein. Wow, ein Schatz. Oh, wow. Wir gehen auf Schatzjagd. Oh, das ist aufregend. Ja, es wird ein riesengroßer Spaß. Mach bitte alle eure Unterkarten auf. Ich kann nicht mehr reden. Hier soll der Nebel liegen. Ach, da unten. Jo. Als unerforschtes Gebiet ist die Gegend unter eine Wolkendecke verborgen. Oh Gott. Unsere Gilde befindet sich hier. Wie ihr seht, liegt der See ein gutes Stück von der Gilde entfernt. Ja, ein bisschen. Darum werden wir am Fuß des Hochlands hier unser Lager aufschlagen. Das wird unsere Basislage sein. Würden alle auf einmal in nur einer Gruppe zum Basislager reisen, wären wir in unserer Mobilität eingeschränkt. Daher planen wir in Gruppen aufgeteilt, zum Basislager zu gehen. Ich werde die Gruppen bis jetzt bekannt geben. Die erste zur ersten Gruppe gehören so ein Flora, Krakelo,
Dickter und Klebunkel. Okay. Nur, dass ihr es wisst, ich lasse mich von euch nicht aufhalten. Was sagt der Richtige? Zur nächsten Gruppe gehören Dick, Tripalimpalim und Krebskorb. Oh, wir sind eine stramme Gruppe. Ja, ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Hey, ist ebenso. Mal sehen. Der Gildenmeister und ich werden zu zweit gehen. Das ist akzeptabel, nicht? Och, ich muss mit Plauderger gehen. Das ist so langweilig. Bitte sei nicht so streng. So anstrengend, das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Gemein ist das. Unsere Gäste, dem Totenkopf, sollten unabhängig von uns als eigene Gruppe reisen. Verstanden, tja. Und die letzte Gruppe bilden Dragon, Doki und Dick, Beniza. Oh, oh, wir sind in einer Gruppe. Oh, ich hoffe, ich kann mit euch mithalten. Jawohl, ja, heuer. Haha, mir geht es genauso, Beniza. Als ob. Nun gut. Lass uns anpacken, machen wir uns auf den Weg. Hurra! Als ob es Dragon genauso geht. Komm schon. Beniza kann mit uns, also... Und so begann es. Das Gilden-Expeditionsteam startete seine Reise zum Nebelsee. Wie geplant wurde das Team in einzelne Gruppen unterteilt. Die Gruppe von Dragon, Doki und Beniza plante daraufhin ihre Route. Sie einigten sich auf eine Route entlang der Küste, die zum Basislager führte. Ja. Beniza kann wahrscheinlich kein Stück eigentlich mit uns mithalten. Aber gut. Was soll's? Ach ja. Kapitel 7, die große Gildenexpedition. Ja, Mann. Dim, 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 dim. Wow, das Meer ist gleich da drüben, Doki. Sieh dir nur mal diese Klippe an. Oh ja, oh ja, oh, oh, sieht mir oh, immer mehr nach einer echten Expedition aus, oh ja. Oh, der Weg, oh, der vor uns liegt, oh, wird nicht leicht werden, oh Mann. Oh, genauso richtige für wahre Erkunder. Und das hier ist etwas, das Erkunder wie wir sofort wiedererkennen. Oh, ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher? Jawohl, ja, oh, ja, richtig gehört. Das ist ein Kangama-Speicher. Oh, Kangama-Speicher erlauben dir, Items zu lagern, herauszunehmen und deinen Spielfortschritt zu speichern. Oh, sie sind für Reisende sehr hilfreich, oh ja. Nun, ich habe noch nicht so oft Kangama-Speicher verwendet. Oh, ich vermute, es ist nicht gerade ein Grund zum Prahlen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das hier meine erste Expedition ist. Oh ja. Oh, Donnerwetter, oh, ich bin irgendwie nervös. So, das geht uns auch so. Ja, erstmal das hinsetzen. Das ist für jeden von uns etwas Neues. Geben wir einfach unser Bestes. Schlagen wir mal die Wunderkarte auf. Wir befinden uns jetzt hier. Wir sollen die anderen am Basislager treffen. Das liegt dort drüben. Wir könnten uns also als erstes vornehmen, diesen Punkt zu erreichen. Wollen wir uns als erstes Ziel setzen, dorthin zu gelangen? Hoi, 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 ich bin einverstanden, hoi. Und ich werde nicht gefragt. Dann jetzt. Ja, Dragon verhält sich wie ein Anführer. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Das kommt sicher von der Aufregung über die Expedition. Aber Dragon war früher so zurückhaltend und gibt sich jetzt so viel mehr Mühe. Ja, Dragon wird nach und nach immer selbstbewusster. Oh, gibt's ein Problem? Wenn man genau hinsieht, gibt es zwei Eingänge. Oh, das ist ja verwirrend. Oh, Mann. Was machen wir jetzt, Doki? Welchen Weg nehmen wir? Ja, Schraufküste. Es ist immer wieder so wie auf der Flucht bei Mystery Dungeon 1. In Ordnung, gehen wir zur Schraufküste. Abgemacht. Und jetzt ist es Zeit. Oh, Zeit. Oh ja, dass wir alle drei als ein Team zusammenarbeiten. Hui.